Hallo, herzlich willkommen zu WookieBricks. Ein Review heute über die Slave One 75060 Ultimate Collector Series. Sie ist heute rausgekommen am 2. Januar. Und ja, ich muss dazu sagen, ich wollte eigentlich ein Zeitraffer-Building machen. Das hat eigentlich auch alles gut funktioniert, bis sich dann mein Computer aufgehängt hat und alle Aufnahmen weg waren. Und also ich bin ziemlich angepisst deswegen und ich mache heute auch das Review auf Deutsch, weil es eigentlich noch kein richtiges Review auf Deutsch gibt von dem Set. Und es ist eigentlich ziemlich schade, dass es nicht geklappt hat mit dem Zeitraffer. Aber ja, ich hoffe, dass ich es noch nachholen kann. Also Daumen nach oben auf jeden Fall für, oder schreibt einen Kommentar drunter, wenn ich das noch nachholen soll. Am besten wir starten mit den Minifiguren. Wir haben den Han Solo in Carbonit, das ist die alte Version. Also es ist keine neue. Wir haben die gleich im Jabba's Palace drin und auch im älteren UCS, nicht UCS, sondern Slave One. Und hier noch der passende Han Solo dazu. Muss mein Licht besser einstellen. So, die Bespin Guard. Sehr nette Figur eigentlich. Und ja, gefällt mir sehr gut. Netter Helm. Oder Mütze. Mütze, kein Helm. Und ja. Dann haben wir noch einen neuen Stormtrooper dabei. Dem gleichen, der im Sternzerstörer dabei ist. Und ja. Und das Beste natürlich zum Schluss. Boba Fett. Mit bedruckten Beinen, Armen und auch bedruckten Mantel. Also sehr, sehr schöne Figur. Ich werde noch einen Vergleich machen mit dem alten Cloud City Boba Fett. Und ja, ich hatte einfach mal vorbei. Am besten wir starten mit dem Karton. Vorderseite. Schon offen. Rückseite. Cloud City und Bespin Landeplattform und andere Seite. Ist ziemlich dick die Verpackung, aber dafür ist eigentlich sehr, sehr klein. Von der Höhe her vor allem. Und auch gut zu sehen, das Ultimate Lego Star Wars Collector Series Zeichen, das wir auch schon beim Sandcrawler hatten. Und ja, das. So, machen wir weiter mit dem Schiff an sich. Einstellen. So. Das Schiff ist 19 cm hoch und ist 43 cm lang. Auch schön ist, dass die Rückseite komplett mit detailliert worden ist. Und ja, so, das ist runtergegangen. Machen wir wieder dran. So. Ja. Das Cockpit ist abnehmbar. Und der Stuhl ist, also die Zentrale von Boba Fett ist nicht mit den
den Stabilisatoren auf der Seite verbunden. Das heißt, es bewegt sich nicht automatisch mit. Außerdem habe ich auf der Seite diese Kanone und diese Auswahlkanone. Vorne haben wir noch die Lasergeschütze. Han Solo kann unten verstaut werden, und zwar indem man ihn hier befestigt und dann das Ganze zumacht. Ja, wir haben außerdem recht viele Sticker drauf. Und ja, genau. Gibt es noch was anderes dazu zu sagen? Genau, wenn man sollte man Han Solo innen drin verlieren, dann kann man das hier betätigen und kann ihn dann rausschütteln. Das UCS-Set, das Schild. So, jetzt soll es gehen. Und man kann durch dieses Loch und dieses Loch den UCS-Ständer befestigen und dann hält auch das Ganze. Genau. Es ist ein sehr, sehr stabiles Set. Und ja, ich würde sagen, wir holen mal die ältere Slave One dazu zum Größenvergleich. So sieht das Ganze aus. Also es ist ein wahnsinniger Unterschied von der Größe her. Und auch von der Höhe her. Figuren. Einmal. Und zweimal, also. Es lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. Und ja, das war's schon für heute. Und ja, also ich muss mich nochmal entschuldigen, weil ich habe eigentlich das Timelapse-Video angekündigt. Und aber, naja, scheiß Computer, wird neuer gekauft. Danke fürs Reinschauen.